Konnichiwa, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich eine richtig geile News. Und zwar reden wir darüber, dass Pokémon Rot und Blau eventuell eine Live-Action-Movie-Auskopplung bekommt, so wie Detektiv Pikachu. Doch bevor wir loslegen, vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und Shoutouts gehen raus an die Animination-Facebook-Gruppe. Vielen Dank für euren Support. Wie viele mitbekommen haben, ist ja der neue Pokémon jetzt bald in den Kinos. Und zwar der Detektiv Pikachu, der ja eine Live-Action-Verfilmung ist, also realer Film mit CGI, also mit computeranimierten Pokémon. Der Trailer selber ist auf extreme Kritik gestoßen, da viele sich da irgendwie nicht angesprochen fühlten. Aber wenn ihr mal genau nachdenkt, wie es wäre, wenn die Pokémon in unserer Welt wären in dem Szenario, dann kommt es eigentlich schon richtig hin mit dem Film. Also ich glaube, der Sichtpunkt ist verkehrt, weil wenn man sich direkt in Kanto oder sowas hineinversetzt, dann passt das Setting eventuell nicht. Aber wir werden ja sehen. Ich bin schon richtig gespannt. Ich glaube, der Film wird trotzdem richtig gut. Es ist halt kein klassisches Pokémon. Aber ich würde auch sagen, ein klassischer Pokémon-Film spricht nicht unbedingt alle Pokémon-Fans an, die ja zum Großteil auch jetzt schon gewachsen sind mit der Zeit. Um was es jetzt aber in diesem Beitrag geht, ist, dass Legendary Pictures ja 2016 diesen Film unterzeichnet hatte und jetzt aber durch unbekannte Quellen bekannt geworden ist, dass sie wohl 3 Pokémon-Filme in der Mache haben, also 3 Pokémon-Filme mit CGI in der Entwicklung, darunter eben der Detektiv Pikachu, ein Mewtwo-Film, also Film über Mewtwo mit Mewtwo, ich habe keine Ahnung. Und der letzte ist das Projekt Red and Blue, also Rot und Blau. Das ist natürlich schon ziemlich nah an Pokémon Rot und Blau und soll dann auch in der Kanto-Region spielen, wo man Rot verfolgt, also Red, wie er sozusagen Pokémon-Meister wird. Also das klingt halt einfach mal nach der Anime-Auskopplung bzw. nach dem Originalspiel, wie es hier zu sehen ist. Außerdem wird gemunkelt, dass diese 3 Filmprojekte alle in einem Universum spielen. Also das Meisterdetektiv Pikachu irgendwie mit Red and Blue zu tun hat oder auch mit Mewtwo. Also ich habe keine Ahnung, wie die das connecten wollen, aber ja, möglich ist ja natürlich alles. Irgendwie cool, irgendwie erschreckend. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber ich habe irgendwie schon Bock drauf, weil, also kaputt machen kann man ja eigentlich nichts. Also ich bin der Meinung, Pokémon-Fan bleibt ein Pokémon-Fan. Otaku Over 9000! Und dementsprechend freue ich mich wirklich hardcore auf die Filme und habe richtig Bock und bin gespannt, ob da denn nur was dran ist. Ich möchte außerdem sagen, dass diese News mit sehr viel Vorsicht zu genießen ist, denn das Ganze sind Spekulationen, es sind unbekannte Quellen, es kann jetzt auch einfach irgendein Hirni einfach was behauptet haben. Natürlich könnte schon, also ich bin der Meinung, da hängt schon was dran und ich denke auch, dass sie wirklich gleich die Lizenzen für 3 Filme geholt haben. Es klingt plausibel, es klingt gut, ich hätte Bock drauf, wie schaut's mit euch aus? Was sagt ihr zu Detektiv Pikachu generell? Könnt ihr euch vorstellen, ein CGI-Film mit der richtigen Pokémon-Welt? Ich habe keine Ahnung, wie das dann sein soll, aber mittlerweile ist ja alles möglich. Deswegen lasst uns bitte in den Kommentaren darüber reden. Ist das sinnvoll? Ja, nein. Was ist eure Meinung? Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, die Glocke eben zu aktivieren, damit ihr immer die aktuellsten Otakus seid. Domo arigato, sayonara Leute, macht's gut, ciao!